urbane, vor allem Fahrradthemen. So. Ja. Und ich bin dann da nochmal hin. Ich kannte den Ort schon. Wir haben da mal durchs Schaufenster geguckt, ein paar Tage vorher schon. Da war Pedro aber gar nicht da. Ja. Und Thiago, mein Kumpel, der sagt eben, ja, wenn du da bist, dann frag nach Pedro. Guter Typ. Der ist auch Rahmenbauer. Und der wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Kontakt für dich sein. Ihr werdet euch gut unterhalten. Du bist Pedro, ne? Wir haben uns so vorgestellt und dann haben wir ein Bierchen zusammen getrunken, Abend gegessen. Er konnte mir einen Tipp geben zur Unterkunft. Ich war dann diese eine Nacht hier und habe in dieser Nacht meine Powerbank irgendwo verloren. Und bin am nächsten Tag aufgewacht, war eh schon spät dran, wusste, okay, ich kriege wahrscheinlich auch heute keinen Zug. Ich muss irgendwie mit dem Rad nach Porto fahren. Ja. Genau das habe ich dann auch gemacht. Aber mit fast leerem Handyakku, Powerbank weg. Ich hatte irgendwie auch, ich hatte dann noch ein Netzteil, aber ich hatte auch keine Angst, also ich hatte keine Zeit mehr irgendwo stehen zu bleiben. Oh. Weil ich Angst hatte, dass ich dann den Finger nicht kriege. Das heißt, ich bin einfach gefahren. Und irgendwann abends kam ich in Porto an. Es war eigentlich ein wunderschöner Tag. Ich bin nur an der Küste lang gefahren. Gibt's schon was? Wir sind schon da. Oh! Dieser Ort da drüben ist der, wo alles passiert. Und ich wusste bis vor 3 Tagen überhaupt gar nicht, wie die ausgestattet sind. Pedro hat letztes Jahr so erzählt, ja, er wird halt von da nach hier umziehen und hat hier mehr Platz, wird dort Rahmen bauen können und ja, will das alles so ein bisschen größer aufziehen. Es ist so, hinter diesen Türen findet Fahrradrahmenentwicklung und Fahrradrahmenbau statt. Und ja, das schauen wir uns mal an, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen gestresst. Weil, ja. Weil ich gemerkt habe, Vorbereitung hin und her, ne? Man hat dann so alles in COD gezeichnet und schon vor Monaten dahin geschickt und Pedro hat sich das angeschaut, hat gesagt, ja, cool, wird alles so klappen. Und dann kam ich hier vor 3 Tagen an und habe gemerkt, es ist eigentlich an jedem Detail nochmal nachzubessern, zu konstruieren. Ich muss jetzt irgendwie noch Kleinteile konstruieren, 3D drucken, damit das irgendwie mit dem alten System so klappt, dass wir den Prototypen bauen können und dann aber irgendwie das neue X30-System darauf aufbauend auch nochmal adaptiert werden kann. Und es wird so ein bisschen Kuddelmuddel. Jetzt auch noch mit einem CAD-System, mit dem ich seit Jahren nicht mehr gearbeitet habe. Ich arbeite eigentlich immer in SolidWorks und das habe ich jetzt aber gerade nicht dabei. Und dementsprechend muss ich so hin und her springen zwischen, was ist Stand der Dinge, was hatte ich eigentlich vor, was brauchen wir jetzt noch, was muss noch angepasst werden. Überhaupt baut Pedro jetzt auch, naja, so ungefähr den 3. Malerahmen, den er so halt mitentwickelt und geplant hat. Und wir merken, das ist schon alles ganz schön auf den Punkt. So, wenn da auch nur so 3-4 Millimeter abweichen, so, dann haben wir mitunter ein Problem. Und das macht mich echt nervös. Das macht auch Pedro nervös, auch wenn er sich es nicht so anmerken lässt meistens. Es ist spannend. Und dann bin ich sehr gespannt, ob wir in 2 Wochen imstande sind, daraus fertige Räder aufzubauen. Ich bin optimistisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal rein. So. Hi. Hi. Welcome. Thank you. Spain was nice. Yes. Yeah, Spain was nice. Pedro, Paulo. Visit Spain, Portugal. Julian. Hi. Pedro. Nice to meet you. This is where the magic happens. Wow. So cool. Yes. A lot of space. We are still trying to settle down. It's a new space. Wir haben fleißig an Rohren gefeilt, die schon vorbereitet wurden, um heute in der Rahmenlehre weiterzumachen. Heute entstehen 3 Fahrradrahmen, zumindest die vorderen Rahmendreiecke. Und das wird super spannend und macht mich jetzt schon ein bisschen glücklich. Was darfst du über das Konzept jetzt schon verraten? Also ich kann sehr viel verraten. Ich kann eigentlich verraten, dass das Fahrrad so aussehen wird, wie man es schon von dem ersten Prototypen kannte, der letztes Jahr schon zu sehen war, auch, den ihr auch Probe gefahren seid, auf der Eurobike. Und ich darf verraten, dass wir noch ein kleines Add-on in dem Rahmen verstecken werden. Das wird tatsächlich dazu führen, dass dieses Fahrrad elektrifiziert sein wird. Hier unten stehen als kleiner Teaser vielleicht auch Kartons von einem Hersteller aus Deutschland. Ich sag mal so, es wird ein E-Bike. Genau. Und es werden 3 E-Bikes. Heute ist Anfang März
Wir arbeiten darauf hin, dass wir Ende März, also in der letzten Märzwoche, zwei Fahrräder in Berlin auch bestaunen dürfen. Nicht nur wir, ihr alle. Das wird öffentlich zu sehen sein auf einer Messe namens Kollektiv. Und darauf freuen wir uns sehr. Davon abgesehen natürlich auch bei anderen Messen in diesem Jahr, zum Beispiel bei der Velo in Berlin oder bei der eSpoked im Herbst. Vorher auch schon bei der Eurobike, bei der ich letztes Jahr große Töne gespuckt habe und mich selbst unter Druck gesetzt habe. Das war gut, weil das nämlich passieren wird. Wir werden auf der Eurobike ein paar mehr Räder sehen können. Ich habe mich für Portugal entschieden, weil ich über Portugal natürlich schon einiges gehört habe. Vor Portugal ist der Mittelpunkt der europäischen Fahrradindustrie, wenn man so will. Ich habe letztes Jahr Pedro kennengelernt, der einfach sehr, 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 sehr viel Erfahrung mitgebracht hat, um zu sagen, hey, Ben, wir könnten dein kleines Lastenrad hier fertigen. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das. Und jetzt sind wir hier. Ich habe mich hier an meinem mobilen Arbeitsplatz eingerichtet und mache noch ein bisschen finale Serie-Konstruktion für kleine Komponenten aus Kunststoff, die wir hier dankenswerterweise auch direkt mit den Möglichkeiten, die gegeben sind, 3D drucken können. Hier gibt es einen Resin-Printer, den ich benutzen darf. Wir können hier entspannt arbeiten im Hintergrund. Ist dann aber auch zu sehen, worum es eigentlich geht, nämlich Rahmenbau. Jetzt zeige ich euch mal, wie hier eigentlich Rahmenbau gemacht wird. Wir sehen hier eine Kiste voll mit Rohren, die schon gemeitert sind, vorbereitet, teilweise schon geschweißt wurden. Hier sieht man eine Sitzrohrverbindung, eine Unterrohrverbindung mit Träglagergehäuse. Sitzrohre sind auch schon gemeitert. Hier hat schon die Aussparung für die Drehlagerverbindung. Dann, eine Gabelscheide. Wir bauen hier auch Gabeln. Genau. Hier an der Werkbank werden gerade die letzten Steuerrohre vorbereitet, um heute in der Rahmenlehre weiterzumachen. Das ist Paolo, der fleißig war die letzten 24 Stunden und dafür sorgte, dass wir heute tatsächlich Rahmen schweißen können und einen Rahmen löten werden. Das wird der letzte gelötete Rahmen aus der Vorserie und darauf freue ich mich auch sehr, weil der sehr, sehr schön wird und weil ich den schleifen darf. Ja. Genau, hier das Herzstück der ganzen Angelegenheit, die Rahmenlehre, an der in einer halben Stunde ein Fahrradrahmen sichtbar lebendig wird. Richtig. Hier wird dafür gesorgt, dass das alles gerade ist, was gerade sein soll. Und das ist hier alles noch sehr provisorisch, aber Pedro, der Inhaber der Werkstatt hier, hat große Pläne. Soll hier auch ein kleines bisschen was mit Robotik passieren in den nächsten Monaten und Jahren vor allen Dingen. Und darauf bin ich auch sehr gespannt. CNC-gesteuerte Laser-Cut-Roboter, die uns das Leben leichter machen in den nächsten Schritten. Das könnte spannend werden. Ein weiterer Aspekt, weshalb wir eigentlich hier sind, ist Pedro und diese Werkstatt. Und alles, was wir hier sehen, findet im Herzen von Aveiro statt, dem Zentrum der europäischen Fahrradindustrie. Pedro hat sehr, sehr guten Kontakt und arbeitet zusammen mit Reynolds, einem sehr großen Rohrhersteller, der hier ansässig wurde. Die bieten uns eine sehr gute Grundlage, um gemeinsam die nächsten Schritte zu machen. Es gibt eine Kooperation zwischen Reynolds und Mahle. Wir können auf schnellstem Weg ein E-Bike umsetzen. Wir haben hier einfach die Möglichkeit, ganz schnell auf das Material zurückzugreifen, das Reynolds hier lagert, wir können die Möglichkeit, auf das gesamte Sortiment von Reynolds zurückzugreifen. Reynolds hat einen Rohrsatz bzw. verschiedene Rohre entwickelt für die Verwendung mit Mahle. Beispielsweise dieses Rohr hier. Das ist ein kleines bisschen dicker, als man Rohre kennt. Aus Stahlrahmen.
Und das hat natürlich einen speziellen Grund. Dieses Rohr ist nicht umsonst so dick. Es ist auch nicht zufällig so dick. Es ist so dick, weil hier ein Akku reinpasst. Das sind jetzt noch, das sind Vorserienrohre. Die Rohre werden tatsächlich gerade auch noch ein kleines bisschen angepasst und werden doppelbuttet. Pedro hat schon ein bisschen mehr Erfahrung in der portugiesischen Fahrradindustrie, hat mit verschiedenen Akteuren zusammengearbeitet, hat letztes Jahr dieses E-Bike hier zusammen mit einem Hersteller in Portugal entwickelt. Und hier sieht man auch, wo es bei uns ungefähr hingeht. Es ist ein sehr unauffälliges E-Bike, dem man erstmal die Unterstützung gar nicht ansieht. Wir haben hier genau wie bei uns den Hauptrahmen mit Batterieintegration. Und das ist im Detail auch ganz schön geworden. This M3? Yeah. No, but this is still M5. We'll put this fill and then. Yeah, and then M3. Yeah, okay. Measure like that. Yeah. And that's the. That makes sense. This is the small one. Yeah. So. Yeah, I mean that's fine. I would just I would do the card exactly like this. So it's. What did you measure it? Like, was it 10, 12, or? No, it was by eye only. Ah, yeah, okay. Yeah, then let's say. Just checking. Is there a lunar sign? Das Schöne ist, dass wir hier ganz eng zusammenarbeiten jetzt in dieser Woche und nicht nur diese Rahmen bauen, sondern auch im Prozess noch Entscheidungen treffen können, die wir vielleicht im Vorfeld irgendwie schon per CAD-Modell und Austausch von Zeichnungen angedeutet oder geklärt waren, aber ab und an spricht man auch gar nicht so wirklich über Details im Vorfeld. Und hier haben wir die Möglichkeit, überall noch einzugreifen und kleinste Entscheidungen gemeinsam zu besprechen, zu diskutieren und dann zu sagen, ey, cool, so machen wir das. Dieses Teil hier am ersten Tag schnell gezeichnet und dann 3D gedruckt und dann festgestellt, dass es überhaupt nicht mein Style ist. Dass es so gar nicht passt zu dem Rohr und auch zu dem Rest vom Rad. Structure, I don't think it will make a difference for the threads. It will because you'll have a thinner tube. So yeah, as much as possible here. Yeah, it's best. That makes sense for this threads. Yeah, and I'd say. Thirty mil. Yeah. Here 80. at 8. 80 to 80, the center of the big circle. Okay. Yeah. 80. Right. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. 80. Yes. Okay. Perfect. Kleine Korrektur.
64. Ich habe immer 65 mm Abstand gemacht, das hat auch funktioniert. Aber ich weiß jetzt, wie man es richtig macht. Immer viel Wasser trinken dann auch, ne? Immer viel Wasser trinken. Ja. Ah, geht ja gar nicht. Das ist so. Ja. Ich kann noch. You want to take it out? I would like to try. But I can do this. Ich hätte gern einmal, jetzt wo das Sitzrohr hier auch schon das Loch hatte für die Ladebuchse, und so, hätte ich gern einmal den Akku da durchgelegt. Und das mit den Kabeln ausprobiert. Ich weiß, dass es funktionieren wird. Ich würde nur gerne mal checken, wie fummelig das ist, wenn man das irgendwie verdrahten will. Aber das werden wir früh genug rausfinden. Heute schon. Man muss immer alles sauber dokumentieren. Das ist wichtig. So, Julian war hier. Hi. Ja. Ich bin noch am Überlegen, was wir aus den ersten zwei Verschnittstücken machen von den Unterrollen. Also fantasielose Menschen machen dann immer Stifte halt dafür oder so. Für Schreibtische. Aber ich benutze selten Stifte, die auf Schreibtischen stehen. Ich habe meistens einen Stift dabei. Wenn ich und das ist immer ein anderer Schreibtisch irgendwie. Das ist meistens ein anderer Schreibtisch. Ich habe jetzt nicht irgendwie zu Hause so einen Tisch, wo dann ein Stiftehalter drauf steht, an dem ich immer arbeite. Und für unterwegs ist das irgendwie ein bisschen so als Stiftehalter. Da muss doch irgendwas anderes möglich sein. Vielleicht ein kleiner Kaffeebecher. Ein Kaffeebecher ohne Boden. Ich gehe da nochmal so 2-3 Wochen in mich. Und dann wird das hier alles fertig sein. Und dann muss auch das fertig sein. Spaß beiseite. Jetzt wird wieder Leuten beim Arbeiten zugeguckt. Was fühlst du in so einem Moment? Das ist echt eine gute Frage. Es ist kein Gefühl, das ich schon mal hatte. Das ist neu. Auch weil ich weiß, dass das nicht der letzte sein wird. Also noch nicht mal heute der letzte sein wird. Nee, 2019 habe ich das erste gebaut, das ungefähr dem Konzept nahe kommt, das wir jetzt umsetzen. Und, naja, 5 Jahre? Ich sage immer 7 Jahre, das stimmt gar nicht, es sind 5. Aber, ja, hat sich gelohnt, da immer wieder noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Jemanden mit ins Boot zu holen. Grüße an Toni, sind raus. Jetzt. Ich schicke ihm gleich ein bisschen Content. Weil das für uns beide sehr, sehr wichtig ist. Das jetzt zu sehen, ist schon ein richtig wichtiger Schritt, zu sehen, man muss nicht alles selber machen, man kann auch nicht alles selber machen und wenn wir wollen ja nicht, dass wir die Einzigen sind, die dieses Fahrrad fahren dürfen, sondern wir wollen das ja verkaufen und wenn man das in Stückzahlen verkaufen möchte und wenn das nur 10 sind, dann kann man nicht alles selber machen und das ist auch nie der Plan gewesen und jetzt machen das hier ein paar Leute, die ein kleines bisschen mehr Erfahrung haben als wir mit Serienfertigung insbesondere. Das gibt mir einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es ist richtig gut auch zu sehen, wie die ersten 3 davon jetzt entstehen. Diese 3 auch ein bisschen anders sind als die wir bisher gebaut haben. Einfach nur, weil da Batterien reinkommen und Motoren. Vor einem Jahr habe ich auch nicht gedacht, dass wir ein E-Bike machen. Jetzt machen wir das. Das ergibt total viel Sinn.
Ja, das sieht jetzt wie ein Fahrradrahmen aus, nachdem das in der Rahmenlehre zusammengetackt wurde. Tacking bedeutet, das ist fertig geheftet. Die Rohre bewegen sich jetzt nicht mehr, das ist jetzt fest. Aber noch nicht so fest, dass man mit dem Fahrrad fahren könnte. Das ist nämlich weder verschweißt noch verlötet. Diesen Rahmen werden wir löten. Einfach nur, weil das schön ist und weil wir das in Berlin auch immer so gemacht haben. Fillet-braced Rahmen sind sehr, sehr schön, aber sehr aufwendig. Wir machen uns diesen Aufwand jetzt einmal. Ich werde den Rahmen selbst schleifen, morgen, heute und morgen. Einfach nur, weil das Spaß macht und weil wir hier das erste einer Art vollenden. Und das darf noch ein kleines bisschen sehr besonders sein. Die Fahrräder danach werden auch sehr besonders sein, aber ich habe ja gehört, dass du Interesse an einem Fahrrad hast und vielleicht auch eins davon fahren wirst in nächster Zeit. Und ich dachte, wir bauen für dich einfach nochmal ein ganz besonderes Fahrrad. Ja, Fillet Brazing bedeutet eigentlich Heißkleben. Das wird mit Heißkleber, die Verbindungen werden mit Heißkleber beträufelt. Ganz rudimentär und technisch auch wahrscheinlich falsch formuliert. Aber ich mag den Begriff Metallkleber. Grüße an Flo von Fern. Der benutzt den Begriff auch sehr gern. Und in dem Fall ist das Kupferlot. Und das braucht eine bestimmte Temperatur. Man kann auch mit Silber löten. Kein reines Silber. Das braucht eine andere Temperatur. You have to cut. You cut here, and then lay it sinking. Other way around, like cut here, and then lay it sinking. So it's on top here, and it sinks in here, you know? Because in the end, the situation is like this. I've overseen this a little bit, but we need the plate. This, like, horizontal. Dropouts. You have to move this plane. You have to turn this plane. Or from the body. I don't know. The thinking is that you go like this. Yeah, but it's still not. Not really, yeah. not enough, I think. Hier ist es immer so dick. Dann hat man halt das Steuerrohr, da kommt ja die Gabel rein, da muss man irgendwie mit lenken, wenn dann alles dran ist. So, das ist wichtig, auch damit das hält. Und dann das Oberrohr ist auch noch irgendwie relativ wichtig. Sitzrohr, da wird ja Sattelstütze reingesteckt, kommt dann der Sattel drauf. Tja, und dann hinten gibt es halt trotzdem noch so ein paar relativ dünne Rohre, die dann aber zum Schluss ja auch das Hinterrad halten. Und das fehlt mir jetzt hier noch ein bisschen. Das sehe ich irgendwie noch nicht. Wann kommt das? Morgen. Ja, nee, morgen ist Sonntag. Montag. Übermorgen. Und wann werden die Zuschauer dann das fertige Ergebnis sehen? In 2 Wochen. 2,5. Vielleicht 3. Am 22.03. in Berlin bei der Kollektiv. Eine hervorragende Fahrradmesse, die man sich angucken könnte, sollte, müsste, wenn man in der Zeit in Berlin ist. Fahrt mal nach Berlin. Ist gut. Lohnt sich. Ich kann gar nicht weggucken. Ich kann auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm, weil es nicht vorhin beim Schweißen. Ja, wir sind heute weit gekommen. Wir sind nicht ganz fertig geworden. Das war auch nicht ganz realistisch. Aber wir sehen hier einen Fahrradrahmen, der schon ein kleines bisschen aussieht wie ein Fahrradrahmen. Um das fertige Ergebnis zu sehen,
verfolgt das in den nächsten Tagen und Wochen. Von hier wird es sicherlich auch ein oder zwei Fotos geben. Für Julian gibt es leider nicht mehr Videomaterial. Aber ja, wir haben halt viel geschafft. Und das hier macht auch mir sehr viel Lust auf mehr. Schauen wir mal. Das wird ein gutes Fahrrad. Weil hier für heute alles erledigt ist, auch wenn der Rahmen nicht ganz fertig ist, machen wir einen kleinen Ortswechsel und gucken uns noch einen sehr, sehr interessanten Fahrradort dieser Stadt Aveiro an. Und dort beantworten wir noch ein paar Fragen, die ihr vielleicht haben könntet, die wir uns auf jeden Fall gestellt haben. Und die wert sind, durchaus zu beantworten. Das ja, ist noch nicht ganz vorbei. Es gibt mehr. Probably the most important advocacy group in Portugal now. And we started looking for a place to a physical space. Yeah. And then we founded this as a shop. And in the end we rented it. And suddenly, by having a physical space, yeah, we managed to start doing projects and activities more easily. Yeah, because we have a gathering point. Casa da Bicicleta. Ich glaube, ich habe das ungefähr richtig ausgesprochen. Das ist der Ort, an dem ich Pedro kennengelernt habe, der nicht so weit von hier seine neue Werkstatt eingerichtet hat. Das ist der Ort, an dem sich seine erste Werkstatt befand, im Hinterzimmer. Hier hat Pedro Rahmen gebaut, eine Community aufgebaut, die ja, sich speiste aus verschiedenen Akteuren in Aveiro, die mit dem Thema Fahrrad oder urbaner Mobilität zu tun haben. Oder zu tun haben wollten. Das ist ein Ort, der offen für alle ist. Hunde sind hier auch. Hunde sind hier auch. Genau, hier habe ich Pedro getroffen. Vor genau einem Jahr und zwei Wochen oder so. Ich stand ungefähr hier und Pedro stand hier. Genau, wir gehen da jetzt rein und reden noch ein bisschen. Der Rahmen eignet sich in einer Größe, die wir anbieten, für Fahrer und Fahrerinnen zwischen 1,50 Meter und 1,95 Meter. Sage und schreibe. Der Rahmen ist aus Stahl. Der Rahmen ist für so ziemlich alle Schaltungstypen zwischen Nabenschaltung und Kettenschaltung geeignet und auch Gates wird ja, kompatibel sein. Wir haben 20 Zoll Laufräder, die Reifen bis zu einem Durchmesser von 55 mm inklusive Schutzblech aufnehmen können. Oder bis zu 60 mm ohne Schutzblech. Es können Bremsscheibengrößen zwischen 160 und 180 mm gefahren werden. Es wird auch das Rahmengabelset einzeln zu kaufen geben. Die Ladefläche in der Basisversion wird 60 x 60 cm groß sein. Es wird einen Quick-Release-Mechanismus geben, der ermöglicht, dass man die Ladefläche ganz, ganz schnell abnimmt, falls das nötig wird, wenn man beispielsweise in die Bahn einsteigt und merkt, dass da gar nicht so viel Platz in der Bahn ist. Gepäckträger werden sich montieren lassen. Wir haben die Möglichkeit, gleichteilige Gepäckträger, die vorne und hinten als Modul erhältlich sein werden, sowohl vorne als auch hinten komplett baugleich zu montieren. Milara wird hoffentlich bestellbar sein ab Mai, vielleicht erst im Juni, aber auf jeden Fall noch in dieser Saison. Durch wechselbare Lademodule wie Ladeflächen, Körbe, Taschen etc., Kisten spielen auch eine Rolle, wird Milara modular. Das maximale Systemgewicht sind 180 Kilo. Falls ihr Fragen habt zu dem Fahrrad oder zu dem ganzen Projekt, dann schreibt sie in die Kommentare